Alle Burrito Cooker. Heute machen wir Marillenmarmelade. Ich habe schon erst mal ein bisschen angesetzt, die habe ich schon ein bisschen zusammenkochen lassen, die Marillen. Jetzt hole ich nur ein paar Marillen über, die werden wir auch noch reinschneiden. Das heißt, ich tue nur einen Kern raus und aus der Ganze wird es dann jetzt mit verkocht und dann durch ein grobes Sieb durchgejagt. Bei meiner Marmelade schaut es so aus, ich habe mindestens 75% Fruchtanteil, das ist das Wenigste. Normalerweise bei Marillenmarmelade habe ich so 85-90% Fruchtanteil. Das heißt, ich lasse die stundenlang einkochen, bis ich merke, okay, das hat die Konsistenz von der Marmelade. Dann schmecke ich es an. Und falls wirklich ein bisschen Zucker notwendig ist, gebe ich ein bisschen Zucker nach. Das war's. Ich halte nicht sehr viel davon, viel Volumen zu machen mit viel Zucker drinnen. Dann kann ich gleich einen Zucker essen. Ich möchte ja die Frucht haben. Gut. Das heißt, das werden wir jetzt schön verkochen. Hallo Burrito Cooker, zweiter Teil Marillenmarmelade. Ich habe gestern die Marillenmarmelade zugeschüttet gehabt. Jetzt habe ich sie so um die 6-7 Stunden leichter hinköcheln lassen. Man sieht, sie ist total eingegangen anschauen. Ja. Jetzt werden sie einmal durchkosten, wegen Zucker, ob wir viel Zucker reingemessen und ob wir reingemessen. Und dann kochen wir das Ganze nicht mehr auf, dann durchpassieren und dann in die Glas auffüllen. Ein bisschen Zucker werden wir reingeben. Und nicht allzu viel. Und das lassen wir jetzt nochmal aufkochen. Und dann gehen wir schon zum Passieren anfangen. So, die Marmelade ist jetzt aufgekocht. Jetzt nehmen wir die Glasen raus. Die Glasen tun wir bei 80 Grad sterilisieren. Da kommt jetzt die Marmelade rein. Und nachher werden sie ins kalte Wasser gestellt. Durch das Vakuum ziehen sie die Glasen schön zusammen und bleibt schön dicht. So, die Marmelade darf man durchpassieren, mit den Hautfetzen, dass die alle heraus sind. Schön was ausputzen. Ja, wir haben ganz schön lang gearbeitet, damit wir die Marmelade so schön zusammenkriegen dann mit so wenig Zucker. So. Ziehen wir das Ganze so schön durch. So, jetzt haben wir fertig angesehen. Jetzt können wir gleich die Glasen einfüllen. So, dass wir wieder einen Trichter machen, dann geht das einfacher. Schön voll auffüllen. Hat die Luft keinen Platz und kann weniger passieren. Fest zu machen und ins kalte Wasser stellen. Jetzt kann er es an. So, wenn die Glasen dann überkühlt sind, kann man es rausnehmen, beschriften und einlagern. Wie immer ist das ganz eine wunderbare Sache: eine frische Marillenmarmelade, eine selber gemachte, ohne viel Zucker, reines Fruchtfleisch. Wie immer, Anschluss des Rezepts. Gibt es zwar nicht sehr viel, aber macht es noch, es ist einfach super. Danke.